In vier Themenkomplexe war der Vortrag von Oberbürgermeister Stefan Skora gegliedert. In allen Bereichen Wirtschaft, Tourismus, Infrastruktur und Verkehr sowie am Scheibesee gäbe es auf allen Ebenen zwischen den Rathäusern Kontakte und auch Zusammenarbeit, sicherlich ausbaufähig, so die Quintessenz, die auch von den anwesenden Bürgermeistern aus Barnsdorf, der Elsterheide, Lauter, Spreetal und Wittichenau wohl so mitgetragen werden. Die einzelnen Fraktionen im Stadtrat stellten im Anschluss einzelne Projekte, die ihrer Meinung nach nicht optimal laufen, vor und forderten ein intensiveres Miteinander. Allerdings stand auch ziemlich unverhohlen im Raum, dass es wohl auch um das Abklopfen möglicher Zusammenschlüsse ging. Den Mienen der anwesenden Rathauschefs war deutlich anzusehen, dass man darüber im Augenblick wohl eher nicht geneigt ist zu reden. Harry Habel lehnte eine solche Idee rundheraus ab, machte aber gleichzeitig deutlich, dass die Zusammenarbeit innerhalb des Lausitzer Seenlandes von immenser Bedeutung sei. Dabei gelte es, gemeinsam Klinken zu putzen und durchzuhalten, statt zu jammern. Ja, ich kämpfe darum, dass die S-Bahn von Dresden fährt nach Senftenberg und nach Hoyerswerda. Ich weiß, dass kein Tourist in Dresden und Bernsdorf aussteigt, weil Bernsdorf so schön ist. Das macht niemand. Aber ich kämpfe trotzdem drum, weil Seenland ist der Motor. Und ich sag mal, wenn man sieht, was sich in 40 Jahren aus dem Senftenberger See, aus einem See entwickelt hat, dann ist mir um die Zukunft der Region nicht bange. Das Problem ist nur, wir müssen ja die nächsten 20 Jahre auch überleben. Und das werden wir schaffen. Und da gehört auch der Scheibensee dazu. Überhaupt kein Problem. Da müssen wir noch ganz schöne Bretter bohren, aber das ist ja alles schon gesagt worden. Vielleicht zur S-Bahn nochmal, da fehlt mir so das klare Bekenntnis von Hoyerswerda. Frank Hirche hat mir einige Wege geebnet diesbezüglich. Ich bin im November mit dem Landrat Michael Harich beim Chef Staatskanzlei, wo es nochmal darum geht, weil ich nächstes Jahr will, dass wirklich nicht als Seenbahn, sondern wirklich als S-Bahn zumindest an den Ferienwochenenden wieder zum Normalpreis fahren lassen. Das ist nicht einfach, aber ich denke, wenn Hoyerswerda sich positioniert, mal vielleicht auch der Stadtrat, dann wäre das ganz wichtig. Hoyerswerda dürfte ca. 15 Minuten schneller in Dresden sein, wenn der Zug über Kamenz fährt. Und ich glaube, dass es Großenhain nicht wehtut, wenn der Zug da oben halt nicht lang fährt. Beziehungsweise, wenn ich sehe, wie oft der ausgefallen ist in den letzten Jahren, das ist Wahnsinn. Und so ein Schienenersatzverkehr kostet auch richtig Geld. Ich kann mir vorstellen, Radweg von Hoyerswerda nach Bernsdorf. Auch weiter, wir sind mit den Kollegen Schwepnitz-Königsbrück im Gespräch, dass man den wirklich weiterführt. Wir haben leider Gottes das Gleis verloren, die Zugstrecke verloren von Bernsdorf nach Königsbrück rüber. Vielleicht kann man das benutzen und hat dann eine Anbindung irgendwann mal vielleicht bis Dresden. Wir müssen ja mal so 10 bis 20 Jahre voraussehen. B97 ist genannt worden. Für mich, Bernsdorf ist kein Tourismusstädtchen, ist es nicht. Wir leben von der Wirtschaft und versuchen, die Infrastruktur hinzubekommen. Das ist schwierig. Wir haben es ein bisschen B97 geschafft. Wir waren mit Stefan Skora und den Bürgermeistern gemeinsam im Wirtschaftsministerium vor Jahren. In den nächsten Jahren werden wir nicht erleben, grundhaften Ausbau. Es wird weitergehen, Großgrabe bis Schwepnitz rüber in den nächsten 5 Jahren. Das ist wieder ein kleiner Meilenstein. Und dann muss es halt wieder gemeinsam weitergehen. Und wenn wir gemeinsam ins Wirtschaftsministerium fahren, gemeinsam unseren MP besuchen, ich denke schon, das macht schon Eindruck, wenn man sich zusammenschließt. Auch Spreetals Bürgermeister Manfred Heine zeigte sich erfreut, dass man in Hoyerswerda endlich aufgewacht sei und auf das Umland zugehe. Zwar sei für seine Gemeinde ein Zusammenschluss mit einer anderen Kommune durchaus eine Option, allerdings sei der Gemeinderat davon nicht überzeugt. Gleichzeitig gab er der Verwaltung und dem Stadtrat gerade in Bezug auf den Scheibesee den Rat, sich doch einmal in Großreschen umzuschauen. Mit Weitblick habe man dort vor 25 Jahren den See vor der Haustür angefangen zu entwickeln. Für Hoyerswerda wäre es nun auch Zeit. Und wenn man dann sagt, man ist sehr weit weg, dann sage ich, hey, jetzt lasst doch mal überlegen, ihr hattet, glaube ich, schon mal vor ein ganz paar Jahren Konzepte entwickelt, wie die Stadt mit dem See zurechtkommt. Und ich habe dann immer den Begriff geprägt, Herr Wolf, lass uns doch mal überlegen, wie wir Korridore aus der Stadt, aus der Altstadt, über die Neustadt, über König zum See bekommen und die Stadt an den Seerand wachsen lassen. Die Eigenheimsiedlungen, die wir momentan ausweisen, die könnten sich doch schon in Richtung Stadt, in Richtung See begeben. Also Visionen zu haben, das dauert bestimmt noch 20, 30 Jahre.
Jahre, bis ich dort in die Richtung tatsächlich das vollendet habe. Aber wenn ich nicht mal den Traum habe, dann wird es nicht. Und Groß-Lesen hat angefangen mit der Wende. Es sind jetzt 25 Jahre vergangen. Jetzt guckt mal, wie weit Groß-Lesen ist. Bei der Entwicklung des Seenlandes sieht auch Elsterheide-Bürgermeister Dietmar Korak einen ganz wichtigen Punkt, der einer intensiveren Zusammenarbeit bedarf. Es ist mit einem großen Aufwand, mit einem großen Kraftaufwand an vielen Stellen verbunden. Und da, gerade in diesen Fragen, ist dieser Schulterschluss umso wichtiger, denn da können wir uns nur als Region letztendlich auch stark machen. Und wir werden sicherlich auch viel mehr als Region wahrgenommen, als das bisher der Fall war. Aber trotzdem glaube ich, wir sind auf einem guten Weg. Und auch das, was manchmal so eine Rolle spielt, dass wir vielleicht im Kreistag uns da nicht, dass wir da vielleicht nicht den Schulterschluss suchen, das sehe ich persönlich jetzt nicht ganz so. Ich glaube schon, dass wir gemeinsam auch für unsere Region und für unseren Standort, für die Region im Hoyerswerda auch bemüht sind und das gemeinsam mit der Stadt Hoyerswerda, denn alles, was hier heute gesagt wurde, was den Standort ausmacht, als Bildungsstandort, als Kulturstandort, als Dienstleistungsstandort, Ver- und Entsorgung, all das stimmt genauso wie das ist. Und eine starke Stadt Hoyerswerda ist wichtig für die Region. Und nur gemeinsam mit einer starken Stadt Hoyerswerda werden wir auch gemeinsam stark sein. Und das sollte unser Ziel sein. Das will ich auch nochmal an der Stelle ganz klar bekräftigen. Zur Eingemeindung sage ich jetzt nichts. Laut das Bürgermeister Frank Lehmann setzte nach. Wir dürfen keinesfalls heute bei einer einmaligen Veranstaltung hier stehen bleiben, hier wo wir uns alle mal getroffen und nicht geplauscht haben, sondern es muss jetzt an die konkrete Arbeit gehen. Und da könnte vielleicht eine Idee sein, eine interkommunale Arbeitsgruppe zu bilden, die sich beispielsweise ein oder zweimal im Jahr trifft. Es braucht eine konkrete Prioritätengesetzung, da sollten wir uns verständigen, weil ich glaube, wir haben alle viel Arbeit auf dem Tisch, man kann nicht alles gleichzeitig angehen, das muss man abstimmen, welche Themen zu welcher Zeit angegangen werden. Da sollte man realistische Zeitschienen hinterlegen und ich bin auch beim Kollegen Heine, der gesagt hat, also die Verwaltungen arbeiten dann die Dinge ab, die wir beauftragen. Und da gilt es immer eben eine enge Zusammenarbeit zu suchen und vor allen Dingen zu schauen, wie kriegen wir eine Lösung hin und auch nicht nur zu sagen, hier haben wir Probleme, da haben wir Probleme, sondern nach der Lösung suchen. Da braucht man manchmal einen Umweg. Das ist einfach so, Kreativität in der heutigen Zeit ist mehr denn je notwendig. Und ich denke, dafür wurden auch alle gewählt und dafür darauf vertrauen auch die Bürgerinnen und Bürger an der Stelle, dass wir uns hier Gedanken machen, denn um gerade diesen aktuellen Tendenzen wie der Verdrossenheit gegenüber der Politik entgegenzuwirken. Und dafür hier sind wir alle da und ich denke, es war halt ein Auftakt, aber es kann nur ein allererster Schritt von vielen gewesen sein. In diesem Sinne darf ich nochmal plädieren. Wir machen uns gemeinsam auf den Weg und dann schauen wir mal, wie was gemeinsam gehen kann für die Region Hoyerswerda Land. Ich habe es einfach mal so in meiner Stellung gezeigt. Danke. Jetzt an meiner Seite Oberbürgermeister Stefan Skora. Meine erste Frage, wenn man die Auflistung am Anfang gehört hat, ergibt sich irgendwie der Eindruck, da ist noch eine ganze Menge Luft nach oben, zumindest was die Zusammenarbeit wirklich mit den unmittelbaren Kommunen betrifft? Also ich glaube schon, dass es Entwicklungsmöglichkeiten noch gibt, weil das ist ein Prozess. Die Region verändert sich, die Kommunen verändern sich und da muss man auch anders zusammenarbeiten. Da gibt es also viele Möglichkeiten und dass man vielleicht heute sagt, naja, es hätte in den letzten Jahren mehr passieren können, interkommunal, wo ich dann vielleicht auch wieder sage, wir haben ja in vielen Punkten, nicht nur in der Verwaltung, ich will es nicht reduzieren auf die Verwaltung, in vielen Gremien, wo wir auch Mitglieder sind, zusammengearbeitet und das abgestimmt. Da gibt es aber nicht die Runde, wo ich jetzt sage, da treffe ich mich ausschließlich mit Lauter oder mit Spreetal oder mit Bernsdorf, sondern das sind immer diese Runden in den Zweckverbänden, wo wir auch Mitglied sind in unserer Region, wo auch wirtschaftliche Fragen behandelt werden, nicht nur touristische Fragen, Tourismus ist auch Wirtschaft, und wo man sich dann einfach abstimmt. Und da bin ich der Meinung, da haben wir schon viel erreicht. Aber wenn man das einfach auf dem Scheibesee fokussiert, was ja heute auch ein großes Thema war, dann verstehe ich auch, dass der Eindruck entstehen kann, da ist zu wenig passiert. Der Eindruck ist ja ganz offensichtlich entstanden, sonst hätte es die Runde heute nicht, gebraucht. Wie wird man denn jetzt nachdenken? Eine Anregung war zum Beispiel eine Arbeitsgruppe wirklich mit den Kommunen zusammenzubilden und sich regelmäßig an einen Tisch auch außerhalb der anderen Foren zu setzen. Ja, das war ja ein Wunsch von den Stadträten, aber auch ein Vorschlag, der vom Kollegen aus Lauter auch vorgetragen wurde. Wir haben uns nach der Sitzung auch dazu nochmal abgestimmt, dass wir gesagt haben, wir machen jetzt die ersten Schritte, überlegen uns, wie diese interkommunale Arbeitsgruppe zusammengesetzt werden kann
um einfach auch die Sitzung, die heute stattgefunden hat, so als Startsitzung zu nehmen, um das Thema weiter am Köcheln zu halten. Und was ich auch gemerkt habe, das will ich auch deutlich sagen, es haben auch viele Informationen gefehlt. Und das hat man an der regen Diskussion dann auch gesehen. Die Bürgermeisterkollegen, die da waren, die auch heute im Stadtrat geredet haben, haben mir das ja auch rübergebracht. Also man muss einfach miteinander mehr reden. Aber für manche Reden braucht man eigentlich auch Strukturen. Und die wollen wir mit dieser Arbeitsgruppe auch bilden. Ich danke. Bitteschön.